Gestern Abend ist dieses Urteil gefällt worden. Wir sprechen jetzt mit unserer Korrespondentin Nathalie Amiri in Rom. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Wie sind denn zunächst einmal am Tag danach die politischen Reaktionen auf das Urteil des Kassationsgerichts in Rom? Es gibt zahlreiche politische Reaktionen. Zum einen gab es Berlusconi gleich 2 Stunden nach Urteilsverkündung, hat er eine Videobotschaft über das staatliche Fernsehen ausstrahlen lassen, in der er sich als Opfer der Justiz sieht. Das hat er schon seit 20 Jahren, zieht er dieses Bild von sich durch. Auf der anderen Seite sagt er aber, wir machen mit der Politik weiter, umso vehementer. Regierungschef Letta, der fürchtet natürlich um seine Koalition, weil Berlusconis Partei sein wichtigster Koalitionspartner ist. Er hat heute Morgen schon zur Besonnenheit aufgerufen, aber die Oppositionsparteien, das ist natürlich für die gefundenes Fressen, weil die können jetzt sagen, nein, mit einem vorbestraften Berlusconi kann keine Regierung mehr stattfinden. Wir wollen, dass Berlusconi geht. Das sind die politischen Reaktionen auf das Urteil. Wie bewerten die Menschen und die Medien dieses Urteil vom gestrigen Abend? Es gibt gespaltene Meinungen. Die einen, die schon immer zu Berlusconi gehalten haben, sagen natürlich, das geht überhaupt gar nicht. Wie kann Berlusconi, der so viel für unser Land getan hat, jetzt unter Hausarrest stellen? Die Haftstrafe muss er ja aufgrund seines fortgeschrittenen Alters nicht antreten. Aber wie können wir ihn uns auf der Straße vorstellen, indem er Sozialarbeit leisten muss? Und die andere Hälfte empfindet wirklich Genugtuung, weil sie sagen, 20 Jahre Berlusconi, so viele Prozesse, über 30 soll es gegen ihn gegeben haben. Nie wurde er in dritter Instanz rechtskräftig verurteilt. Und endlich ist es soweit, dass auch er ein Urteil bekommen hat. Das ist die eine Seite dieses Urteils. Jetzt muss noch geklärt werden, ob oder wie lange Silvio Berlusconi auch verboten wird, öffentliche Ämter zu bekleiden. Wie wird jetzt hier das Verfahren aussehen? Genau, das hat das oberste Kassationsgericht gestern in Rom so entschieden, dass diese Ämterniederlegung, ob es 3 Jahre sind oder 5 Jahre, erst noch mal in zweiter Instanz entschieden werden soll. Da wurde irgendetwas falsch berechnet, da gab es Verfahrensmängel, deswegen soll das die zweite Instanz noch mal entscheiden. Und bis dahin kann Berlusconi, soweit wie wir die Informationen bis jetzt haben, weiterhin seinen Senatorenposten ausführen. Ob er jetzt aufgrund der dass er unter Hausarrest gestellt wird, nicht sein Haus verlassen kann und im Senat auftauchen oder ob er soziale Arbeit leistet, aber dennoch als Senator auftauchen kann, das hat Berlusconi selber noch nicht entschieden. Wir haben vorhin in dem Beitrag auch gehört, dass diese Entscheidung und diese Einschränkung gemacht wurde, um die Regierungskoalition aus Demokratischer Partei und Partei des Volk der Freiheit zu schützen. Wie ist Ihre Einschätzung hier an dieser Stelle? Da gibt es wilde Spekulationen. Also zum einen sagt man natürlich, die zweite Instanz hat erstmal 5 Jahre Amtsniederlegung aller politischen Ämter für Berlusconi gefordert. Die dritte Instanz hat jetzt dieses wieder zurückgegeben, hat aber gesagt, überprüft die 3 Jahre. 3 Jahre würde bedeuten, dass Berlusconi bei Neuwahlen auch wieder in 4 Jahren antreten könnte. Man weiß nicht genau, ob es einen Deal da gab zwischen Justiz und der Regierung. Solche Spekulationen gibt es ja häufig in Italien. Das werden die nächsten Tage zeigen, wie weit das ein abgekartetes Spiel war. Ganz herzlichen Dank, Nathalie Amiri, für uns in Rom.